Das war zu auffällig. Genau in diesem Moment rennt ein Paar, beide um die 30, wie von der Tarantel gestochen los. Zu einem schwarzen BMW älteren Baujahrs, der gegenüber dem Imbiss geparkt hat. Wyclef hetzt hinterher. Bertie, der versucht hat, den Wagen aufzuhalten, kann gerade noch zur Seite springen. Wyclef ist zwar schnell, doch das flüchtende Auto ist schneller. Wyclef lässt sich nicht abschütteln. Das Fluchtauto rast genau auf eine Sperre zu. Ein querstehendes Polizeiauto. Der BMW dreht mittels Schleuderwende um und rast nun in die andere Richtung. Doch auch da hat die Polizei eine Sperre aufgebaut. Da einige Autos des normalen Verkehrs im Wege stehen, holt Wyclef immer weiter auf. Das flüchtende Paar stoppt den Wagen mittels Vollbremsung vor der Sperre und versucht zu Fuß weiter zu flüchten. Doch Wyclef stellt die beiden laut kläffend und die Polizei kann beide festnehmen. Puh, das war aufregend. Gute Arbeit. Es ging gerade noch mal gut. Oh, wer steigt denn da aus dem Polizeiauto? Rido! Gut gemacht, Wyclef. Das Himbeereis hast du dir mehr als verdient. Braver Hund. War jetzt nicht so schwer. Schon mal über eine Karriere bei der Polizei nachgedacht. Solche Top-Dogs können wir immer brauchen. Naja, also, gute Arbeit. Eigentlich wollten wir ja schon beim Imbiss zugreifen. TM kam mit seinem UFO daher. Wir haben die Wind bekommen. Ah, das UFO. Ja, genau. Wo ist denn das hergekommen? Von oben. Aber keine Sorge, TM hat eine amtliche Betriebserlaubnis und einen Flugschein. Bertie, da bist du ja endlich. Frido, ich hab mir solche Sorgen um dich gemacht. Frido, so viel Aufregung. Keine Sorge, ich hatte jederzeit alles im Griff. Ah ja, vorhin waren wir schon ein bisschen bleich ums Näschen, Herr Fairness. Frido, du bist mein Held. Ach, kein Grund zu übertreiben, Bertie. Also, aber vergessen Sie nicht Ihren Rucksack und die Beruhigungstropfen bei uns im Auto.